hallo nochmal. Ich hatte eben schon ein First Impression Video zu dem Spiel gemacht. Moment. Brauche ich nicht so schreien. Und zwar spielen wir heute Resident Evil 4. Ich hatte eben schon mal ein First Impression Video gemacht. Hab's aber, also die Quest hat es nicht gespeichert, weil der Speicher voll war, und dann schmeißt die Quest einfach mal anderthalb Stunden First Impression weg. Auf jeden Fall habe ich den Anfang schon zweimal jetzt gespielt. Das Dorf. Und bin begeistert. Also es ist von den Texturen her und von der Schärfe her das schönste Questspiel, auch das schönste Quest 2 Spiel. Das Spiel selber ist für mich sowieso das größte, seit es rauskam für GameCube. Ich hab's auf GameCube durch. Ich glaube sogar zweimal durch auf GameCube und auf Wii auch nochmal. Und ja, eben super geiles Action-Spiel. Deutlich mehr Action als alle anderen Resident Evil-Teile. Und ja, ist eigentlich so mein Lieblingsteil. Und in VR. Geilster Scheiß ever. Aktionsübergänge, Ego-Perspektive. Ja, ist an. Komisch, springt trotzdem immer wieder zurück. Immersiv, alles so immersiv wie möglich. Okay, können wir weiter brummen hier? Ne, nicht neues Spiel. Fast. Spielladen. Fortsetzen, genau. Ich bin jetzt am Bauernhof. Ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an, weil ich hatte aus Versehen auf Easy angefangen. Und musste dann nochmal auf Normal das Dorf machen. Aber jetzt haben wir's. So. Steuerung. Total einfach. Man nimmt sich die Knarre. Im Sitzmodus kann man hier, muss man nicht direkt hier greifen, sondern hat die Knarren hier. Ich denke mal, das ist im Stehenmodus anders. Hier ist die Schotti. Cool. Dann kann man auch mal nachladen. Also nimmt man hier Munition. Zack. Schlitten. Fertig. Hier hat man Messer. Sieht super krass aus. Hat echt Angst, sich zu verletzen. Granaten. Muss man einen Stift ziehen. Ja. Hier ist ein Kraut. Normalerweise ist da Dings. So eine Spraydose. Aber wenn ich es drücke, kann ich es auch essen. Gut. Ja, dann wollen wir alle totschießen. Fangen wir mal bei den Bösewichtern. Vorhin schon mal gemacht, ich wollte es einmal zeigen. Moin. Das Dude. Wie ist das denn?
komm gleich. Ich wollte noch einmal gucken. Ja. Der Hund. Ich gehe mal links rum alles ab hier. So, hier machen wir erstmal Klappe zu. Das habe ich vorhin bei Mo gesehen. Den Fehler muss ich ja nicht auch machen. Wow, also wenn alle Gegenstände so gut aussehen in dem Spiel, hat man viel zu gucken. Richtig schön. Medaillen, die ich abschießen kann. Auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Oh ja, der Friedhof. Die 10 oder mehr zerstören werden belohnt. Okay. Komme ich hier raus? Ups, sorry. Jetzt bin ich mit B rausgekommen. Okay. Das hört sich aber schon bedrohlich an, wenn die hier rumstapfen. Die da rumsitzen, man hat hier unsichtbare Gummiarme quasi. Weg. Gut weg. Intuitiv an hier. Echt sehr gut gemacht. Fast schon zu einfach mit dem Laserpointer. Ups, die Dingens. Die Münze abschießen. Aber ich kann dich ja hinterher nochmal ohne Laserpointer spielen. Thank you.
meine Medizin, meine Gesundheit. Gut, alles gut. Ach ja, da aufs Fenster springen, genau. Sechs von 15? Einer fehlt. Eine Minute noch. Bestimmt da drinnen noch irgendwo. Unten. Jo, können wir weiter, ne? Nach der kleinen Münze. Oh, bei der Windmühle da vorne. Ach, da oben rüber, okay. Sonst nix. Aber hier fehlt doch noch eine Münze. Gefangenenhaus, okay. Das habe ich in meinem ersten First Impression Video auch schon gemacht. Das ist lustig. So. Bisschen schade, dass das nicht in VR ist. Soll ich jetzt nochmal zurückgehen? Okay, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Wie bitte? Ja, man muss schon sehr genau treffen. Finde ich gut.
Ja, die sind schon schöner als die, die ich gemacht habe. In Dreams. Was geht hier? Nehmen wir erstmal den hinteren. Spinne. Gut. Immer noch zugenagelt. Mein Ei, glaube ich. Haben wir noch 12 Schuss. 10 drinne und 12 Reserve. Ja, also das Tracking ist sehr gutmütig, auch wenn man zum Sitzen spielt. Also gibt hier nichts zu meckern. Vorsichtig. Nein, warum? Was war das gleiche in Hölle? Nee. Was, wie hieß denn das? Ach, jetzt Haus. So. Gut. Hm.
hier noch was. Schränke. Ist überall noch was. Ist aber auch das Schöne an Resident Evil. Viel zu gucken und zu sammeln. Think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Der sieht bestimmt auch gut aus, wenn der gegenüber steht. Ende 1-1, okay. 82%. Naja, ich spiele aber auch auf normal, ne? Ich überschreibe das mal. Feeble humans. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Pfff, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Geht sich gut mit den 3D-gedruckten. After you. Also
auch gut, dass sie das mit Gestensteuerung gemacht haben und nicht mit Tastendruck hier, die Quicktime-Events. Ich weiß nämlich die Tastenbelegung nicht auswendig. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Der Sound ist auch schön hier. Sehr atmosphärisch. Schade. Ja, over here, stranger. Welcome. What are you buying? Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? 45.000. Strumpf. Da muss ich dann auch immer erst Munition für finden, ne? Aber erstmal aufwerten. What are you selling? Erstmal verkaufen hier. Is that all, stranger? Ah, I'll buy it at a high price. Nee, lieber halte ich lieber diese Einzelstück behalte ich auch. Thank you. Nicht 10 abgeschossen haben, ja. What are you buying? Aufwerten. Peseten sind das, okay. 7000 Peseten, Schussverzögerung. Okay. Is that all, stranger? Das brauch ich. Das brauch ich. Thank you. Okay. Gehen wir nochmal zum Kaufen gucken. What are you buying? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. Größere Taschen. Jetzt schon. Ist es zu früh für ein Sturmgewehr? Ach, das ist so ein Sturmgewehr. Nee, das will ich auch nicht. What are you buying? Kann ich die nicht nochmal aufwerten? What are you buying? Finde ich noch Munition irgendwie oder so? Ne, Erste Hilfe ist ausverkauft. Is that all, stranger? Thank you.
Mal das Problem wenigstens nicht. Den Platz. Heftig. Krasse Augen. Machen wir Mantel auf. Schade, schade. So. Moment, kommt dann eine Sequenz, wenn ich jetzt noch reingehe? Oder? Welcome! Ja. Come back anytime. So, hier kam ich von Licht. Ja, damit ich nicht nochmal hier rumgehen muss, speichere ich einmal. Canyon nenne ich das. Ist auch gut, dass man hier keine Farbbänder braucht, bei Resident Evil 1, 2 und 3, sondern beliebig oft speichern kann. Durchschlagen. Zum Händler. Wir werden ja gespeichert. Wir können einfach mal eine Waffe auswählen. Welcome! Kommt. Got a selection of good things on. What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime. So.
doch echt gut, dass man hier nichts verlieren kann eigentlich. Alles automatisch wegsteckt. Ach, die Feuerwehr. Greifen nach hinten, hinten und loslassen. Das scheint. Fühlt sich ziemlich cool an. Yeah.
das? Ja, das brauche ich, aber ich mische es jetzt. Hier ist das Wappen, okay. Granado-Basis. So, suchen wir erstmal Schreibmaschine. Ja, brauchen wir nicht auf die Karte gucken hier. Oder doch? Jetzt nicht sehr nach Safe House aus. Da. Gehen wir erstmal links rum, solange es geht. Da sind Kisten vor. Wieso kann er denn da drüber laufen?
Inventar voll, okay. Kann ich irgendwas? Großen schwarzen Barsch. Vielleicht kauft der Mann mir die ab. Soll man auch mit dem toten Vogel? Boah, ja, kein Mensch. Eine Sache will ich ausprobieren. Kann man nicht zählen, ne? So schnell. So. Schön, schön. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ach ja, das Haus gab es ja auch noch.
Und ich habe echt nur noch so die Eckpunkte im Gedächtnis. Also das Dorf eben und das Schloss. Und das fühlt sich ja cool an. Das ist echt so, als hätte das Masse. Das ist ja schön. Kann ich es mit beiden Händen? Wie ein riesen Trackball. Da haben die sich echt Mühe gegeben bei den Umsetzung der Rätsel hier. Echt Mühe gegeben. Wow. Ist das nur die? Der Amerikaner ist lebend in seiner Gewalt. Das ist Lord Settler. Oh, der Insignienschlüssel. Der sieht auch schick aus. Hay un rumor, hay un extraño de nosotros. Nuestro jefe se cuidará. Kann ich mal einen Schluck trinken? Ich hoffe, kommt kein Quicktime-Event. Die Szene wäre in VR wahrscheinlich auch ziemlich cool. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Oh, habe ich hier vielleicht doch noch was übersehen? Huch! Thank you.
gar nicht reingeguckt. Hier noch was zum Einsammeln? Dachten wohl, ich erschrecke mich. Die ernähren sich wie normale Menschen. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. So, und nach dem Haus mache ich sicherheitshalber mal eine Pause. Nicht, dass er wieder nicht speichert. Ich habe ja eben erst gespeichert. Warum eigentlich nicht? Kann man doch gar nicht mal schreiben hier. Okay, hier geht's raus. Nicht ganz rund. Seltsam. So, ich glaube, hier mache ich mal einen Cut und mache eine Viertelstunde Pause und dann streame ich weiter oder eine halbe Stunde. Aber das kriegt er eh nicht mit. Ich lade das ja nur hoch. Okay, super geiles Spiel. Also jetzt beim zweiten Mal spielen, wo man sich eingegroovt hat, wieder richtig cool. Da kann man lange mit Spaß mit haben. Also ich zumindest. Ich kann es nur empfehlen. Nee, gibt bis auf 2D-Sequenzen nichts zu meckern. Alles klar. Tschüss.